Hallo, hier ist der Jochen Schönschöner von der Firma TWDES. TWDES wie Trinkwasserdesinfektion. Und was wir anbieten, ist, wie der Name sagt, Mittel, die ins Wasser gehören, um das Wasser lange haltbar zu haben. Das heißt, wenn ich so ein Mittel nehme, Biolysan Wasserhygiene, und das gebe ich mit dazu, dann wird das Wasser desinfiziert und ich kann es eben lange im Tank aufheben und weiterhin auch verwenden. Es kommt aus der Trinkwasserverordnung. Im Gegensatz zu Silber kann ich auch nicht zusammen verwenden, würde es sich beißen und damit auch nicht mehr funktionieren. Aha, okay. Ich habe das selber auch schon probiert, dieses Desinfektionsmittel. Was ich jetzt so besonders daran fand, oben ist ja so eine Dosierung mit dabei. Bei anderen Produkten ist oftmals so ein Dosierdeckel und bei mir ist der Deckel mal von einem anderen Produkt oben im Tank hängen geblieben. Hier finde ich es einfach wunderbar. Ich kann vorher sagen, wie viel ich davon brauche und kippe genau die Menge rein, die ich dann brauche. Ne? Genau, ich habe das eben, ich drücke unten drauf, dann habe ich hier eine Skalierung und dann kann ich das genau, möchte ich jetzt nicht vormachen, nee, natürlich nicht. Hier ausschütten, dann habe ich das genau zur Zugabe. Ja. Und ich kann es sogar so in den Tank mit einfüllen. Ich habe hier einen Absperrhahn an diesem Filter mit dran und schraube ich den kurz auf. Schütte hier das rein, was ich benötige, und schraube ich wieder zu. Dann geht es hier in den Tank rein, mache auf mit dem ganzen Wasser, schiebt sich dann in den Tank mit rein. Genau, und das Schöne ist eben halt, dass man hier so einen Absperrhahn gleich mit dabei hat. Das ist also ein Filter eben halt für Schwebstoffe, also jetzt nicht für biologische Sachen, sondern eben für alles, was so an Gummi vom Schlauch noch mit rauskommt und so weiter, das wird dann aufgefangen dabei. Ne? Genau, so ist es ja, und den kann ich nachher einfach wieder rausnehmen, kurz auswaschen. Genau. Der Schmutz bleibt ja außen hängen, das heißt, ich halte ihn unter den Wasser und er ist wieder sauber. Ja. Und ich muss ihn auch nicht regelmäßig wechseln, weil er eben nicht als Keimfilter funktioniert. Genau, den habe ich seit einem Jahr auch in Benutzung oder seit 2 Jahren sogar schon und bin da echt begeistert davon. Ja, und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, dass man auch natürlich einen Tank dann so mal richtig sauber macht. Ne? Genau, da haben wir auch aus der gleichen Reihe Biolysan, einen Tankreiniger. Mhm. Ja. Da mache ich den Tank mit Wasser voll, gebe den Flascheninhalt mit dazu. Auch den kann ich hier natürlich direkt über diesen Befüllfilter, aber andersrum, direkt einfüllen, halte ich dann direkt in den Wassertank. Heißt, dann drehe ich alle Leitungen auf, das übliche Vorgehen, was ich immer mache, wenn man einen Tank reinigt. Dann lassen wir es 24 Stunden stehen, ablassen, noch einmal nachspülen, damit gelöster Deckel draußen ist. Und dann ist auch schon wieder gut. Das Wasser zerfällt zu Wasser und Kochsalz. Das heißt, der ganze Glubsch, der ganze Algenkram, der sich da im Tank bildet, der ist dann weg? Der ist, wird desinfiziert, der Tank. Genau, ja, genau. Richtig, ja. Ja, und wie oft soll man das machen? Das würde ich ihm empfehlen, dass man es einmal im Jahr macht. Bei den Leuten, die im Winter nicht fahren, immer im Frühjahr. Ja. Weil man ja mit einem sauberen Fahrzeug in die Saison starten sollte und man es sich sauber im Herbst hinstellt. Genau. Und am besten den Tank dann über Winter auch ablassen, dann, dass man das Wasser nicht stehen lässt. Ne? Ganz klar, ablassen. Auch, allein auch Frostschutzgründen schon auch die Leitungen leer machen. Ja. Und dann dann einfach so stehen lassen und im Frühjahr einmal reinigen. Super. Ich sage ganz vielen herzlichen Dank für diese Hinweise. Ich kann nur sagen, bin damit sehr zufrieden. Das hat also bestens geklappt bisher bei mir. Und dann nehme ich auch gleich was davon mit. Vielen Dank. Super, Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao.